Herzlich willkommen. Weißt du, dass Jesus dich so gut kennt, dass sogar deine Haare auf deinem Kopf gezählt sind? In Matthäus 10, Vers 30 und 31, da steht, bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Darum habt keine Angst, ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Und hier geht es darum, dass der Vater im Himmel sogar auf die Spatzen aufpasst. Und wie viel mehr wird er auf dich aufpassen? Ja, wie wunderbar. Bei mir hat er weniger Arbeit zum Zählen, aber er passt auch auf mich auf. Und Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute ermutigen mit dem Thema, du bist die Erfindung Gottes. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, du bist die Erfindung Gottes. Wir haben es gerade von den Haaren gehört, aber ich möchte noch weitergehen. Du bist wirklich erschaffen nach seinem Bild, heißt es im Wort Gottes. Und das ist deine Existenz oder deine Erschaffung war ein Liebestraum von Gott. Es ist nicht einfach so eine Fließbandgeschichte, wie man Spülmittel herstellt, noch eine Flasche, noch eine Flasche. Nein, sondern es war ein Liebestraum von Gott, dass du existierst. Und du bist wirklich ein Kunstwerk Gottes. Und du sagst vielleicht, ja, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, dann ist das schon ein Kunstwerk, ja, aber wirklich vom Sinne, du bist wirklich ein Kunstwerk Gottes, ein wertvoller Schatz in Gottes Augen. Vielleicht nicht mal in deinen Augen, vielleicht nicht in den Augen deiner Verwandten, aber in Gottes Augen bist du so wertvoll. In Epheser 2, Vers 10 lesen wir, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Das ist wunderbar. Er hat das vorbereitet. Er hat vorbereitet, mit dir in dieser Zeit zu leben. Und ich danke dir, Herr, für das, was du vorbereitet hast. Und Herr, dass du uns wirklich geschaffen hast als ein Kunstwerk. Herr, aus lauter Liebesabsichten von dir. Danke, Herr. Amen. Amen. Wir möchten auch heute wieder für Menschen beten, die uns ihr Anliegen zugesandt haben. Operation nicht möglich, nur Gott kann helfen. Eine Frau berichtet, meine Cousine leidet an Polypen in der Nase, bekommt nur schwer Luft, hat keinen Geruchssinn und kein Arzt wagt es zu operieren, da es zu nahe am Sehnerv liegt und sie erblinden könnte. Danke für eure Gebetsunterstützung. Und Jesus, du siehst diese verzwickte Situation und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der helfen kann. Und wir legen dir das wirklich in deine Hände und wir danken dir, dass du diese Polypen in der Nase verschwinden lässt, dass da diese Zellen austrocknen und dass der Geruchssinn zurückkommt in deine göttliche Schöpfungsordnung, dass die Polypen verschwinden und dass auch die Luftzufuhr wieder normal wird. Danke, Jesus, du kannst helfen. Und wir glauben an Wunder und ich danke dir, dass du eingreifst bei dieser Frau. Danke, Jesus. Amen. Amen. Kein Arzt kann helfen, schreibt diese Frau. Ich habe einen gebrochenen rechten Fuß und die Schmerzen sind sehr stark. Ich hatte schon Monate vorher starke Schmerzen in den Sprunggelenken und kein Arzt konnte mir helfen und sagen, woher die Schmerzen kommen. Ich wünsche mir, dass die starken Schmerzen nachlassen und mein Fuß komplett heilt. Danke für euer Gebet. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Frau kennst mit diesen Schmerzen im Fußgelenk und in dem gebrochenen rechten Fuß. Und ich danke dir, dass du ein Gott der Wiederherstellung bist und dass du da wirklich Heilung schenkst. Danke, Jesus, dass das aufhört und dass diese Schmerzen entmachtet sind durch das Blut Jesu. Und ich danke dir, dass diese Frau wieder schmerzfrei gehen kann, so wie du das geschaffen hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wir beten gerne für dich und die Infos sind eingeblendet. Eine Frau bittet um Gebet für ihren Mann, er braucht eine neue Lunge.
Seit Februar 2019 steht mein Mann auf der Liste für eine Lungentransplantation. Und mit Gottes Hilfe hat er das bisher sehr gut gemeistert. Bitte betet dafür, dass er weiterhin durchhält und bald an der Reihe ist. Danke, Herr, auch für dieses Gebetsanliegen. Und ich danke dir, Herr, dass du wirklich, Herr, die richtige Lunge schenkst und dass das bald geschieht. Herr, ich danke dir dafür, dass die Lunge dann angenommen wird vom Körper und wieder funktioniert, Herr, als wäre es die eigene Lunge. Ich danke dir dafür, Herr, dass du da auch wirklich das Wunder tust, Herr, in allen Bereichen, die dazugehören. Danke, Herr. Amen. Amen. Wiederherstellung nach Schlaganfall. Eine Frau bittet um Gebet. Ich liege mit einem Schlaganfall im Krankenhaus und bitte Gott, mir vollkommen beizustehen, dass er weiterhin hilft in allen Bereichen meines Lebens und auf allen Ebenen im Hier und Jetzt. Ja, danke, Herr, dass du wunderbar auch der Herr bist, Herr. Herr, nach diesem Schlaganfall. Und danke, Herr, dass komplette Heilung wiederkommt. Herr, dass jegliche Lähmung, alles, was dieser Schlaganfall zerstört hat, wir sprechen wieder, Herr, Neues in Existenz, Normalität in diesen Körper und neue Kraft. In Jesu Namen bitten wir dich, Vater. Amen. Amen. Und wir freuen uns immer, wenn wir Zeugnisse hören und was die Menschen uns schreiben, was sie mit Gott erlebt haben. Veränderung erlebt nach unserem Gottesdienst in Nürnberg. Da schreibt jemand, ich war am 6.5.23 in Nürnberg in der Meistersingerhalle beim Gottesdienst. Es war eine sehr gesegnete Zeit. Gott schenkte mir neue Kraft, Hoffnung und Zuversicht. Die Situation mit meiner Tochter hat sich sichtbar und spürbar zum Guten gewendet. Lob und Dank kann ich nur sagen. Es ist wunderbar, wie Gott immer Familien wiederherstellt und auch zusammenführt. Jesus befreit von Angst, das hat diese Frau erlebt an den Heilungstagen. Ich war mit einer Freundin an den Heilungstagen bei euch, hauptsächlich wegen meiner Schilddrüse. Ich hatte jahrelang große Angst vor einer OP. Als ich am Ende der Veranstaltung nach Hause fuhr, spürte ich schon im Auto diesen übernatürlichen Frieden in mir. Montags vereinbarte ich einen Termin beim Arzt, den ich ziemlich schnell bekam. Obwohl die Diagnose des Arztes Schilddrüse 10-mal größer war, spürte ich nur ein leichtes Unbehagen, zur OP zu gehen. Ich bin noch nicht operiert, aber die Angst ist weg. Ich danke Gott so sehr. Es ist ein Wunder für mich. Ja, Gott nimmt alle Angst und wir dürfen sie auch ihm geben. Ein Ehepaar hat Gottes Versorgung erlebt und sie schreiben, vielen Dank für den letzten lieben Brief mit dem Thema Greif zu. Unser Vater im Himmel hat uns seit der Gebetsnacht Gutes getan. Wir bekamen eine unerwartete Rückzahlung unseres Vermieters. Diese Hilfe kam zur rechten Zeit, völlig unerwartet. Danke für eure Briefe und Predigten. Wir werden dadurch trainiert, auf den rechten Zeitpunkt zu warten. Wir stellen uns auf die Zusagen und Verheißungen Gottes. Ja, das ist wirklich wunderbar und Gott ist unser Versorger. Von wunderbarer Veränderung schreibt eine Frau aus der Schweiz. Gott hat die Gebete wegen der Konflikte in meiner Familie erhört. In meinem Herzen ist Frieden eingekehrt und ich bin innerlich frei von unguten Gedanken und Gefühlen. Halleluja. Auch im persönlichen Vorwärtskommen erlebe ich Gottes Wirken. Gott öffnet viele neue wichtige Türen und schenkt mir neue Wirkungsfelder. Innere Veränderungsprozesse tragen Früchte. Herzlichen Dank für die Gebetsunterstützung. Ja, was für Veränderungen. Herzlichen Dank auch für alles, was ihr uns schickt an Gebetserhörungen. Hat er bei dir auch eine Tür aufgemacht oder irgendwas Wunderbares getan? Lass es uns wissen. Wir lesen es hier gerne vor. Ja, begreife, dass du ein Liebestraum von Gott bist. Und ich glaube,
immer mehr, wenn du das immer mehr begreifst, hast du es im Leben viel, viel einfacher. Wenn Schwierigkeiten kommen und sagst, ich bin das geliebte Kind meines Vaters im Himmel. Ja, schön, dass du dabei warst. Und wir würden uns freuen, wenn wir dich einmal in Karlsruhe begrüßen dürften. Alles Gute und Gottes Segen dir. Ja, und am Sonntag ist das schon möglich. Wir haben Livestream. Am Sonntag um 10 Uhr ist unser Gottesdienst. Oder, wie Isolde sagt, komm doch einfach vorbei. Wir beten gerne am Ende des Gottesdienstes für dich persönlich. Und du darfst uns auch deine Gebetsanliegen schicken. Alles Gute, der Herr segne dich. Tschüss. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.